Das letzte Stück war nicht dabei. Achso, da bin ich bei meinem schon fertig. Verdammt, ich hab's doch schon. Okay, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Ich hau ab. Ich bin doch schon fertig. So. Nee. Ansonsten, wie gesagt, bei New World bin ich vorsichtig, weil Amazon gilt so, als ein Konzern, der schnell Sachen in Stecker zieht, wo die nicht so erfolgreich sind, wie sie sich gewünscht haben. Und das trotz bei Spielekonzepten, die eigentlich teilweise gar nicht so schlecht waren. Und das finde ich halt schade, weil ich will zum Beispiel, will mir jetzt nicht 60 Euro für ein MMO ausgeben, das in halbem Jahr wahrscheinlich dann, ja, bei, wir wollen dann immer weiterentwickeln. Da habe ich null Bock drauf. So. Dann schauen wir noch nach den alten Stampfer. Den bringen wir auch zur Strecke und mal schauen, was die schönen, netten alten, oder die Ashländer dann sagen, ob sie uns vertrauen, ob wir ihr Vertrauen erlangt haben und wie die Story weitergeht. So, dann bin ich mal endlich hier draußen. So, okay, dann kann ich ab hier ungefähr etwas geradeaus in diese Richtung gehen. Ich mag meine Miezekatze sowas von. Lasst mich in Ruhe. Ich hab hier zu tun. Ich bin auf der Persch. Bin Waldelf. Jagen sollte mir im Blut liegen. Oh, jetzt in die Richtung. Dann machen wir halt kurz das Zünderfliegennest fertig. Das ist auch okay. Ah. Also das Jagen ist hier wesentlich einfacher gestaltet auf einmal. Als in der Hauptkampagne. Kampagne muss man sich noch wenigstens einen Hauch anstrengen. So, das sind nur Schröter. Oh! Der alte Stampfer, da haben wir ihn ja! Oh, und wir haben noch ein paar uns gefunden. Ah, das ist schlecht, das ist schlecht. Reagiert haben, muss nicht gleich so durchdrehen, mein Freund. Gut. Da haben wir das jetzt auch abgeschlossen. So, wo ist der nächste? Ah, Wegschrein ist wieder da hinten. Okay. Wird ein bisschen komplizierter, da durchzugehen, nehme ich an. Hä? Bisschen komplizierter. Okay,
schaue ich mal, ob ich einen angenehmen Weg finde, da durchzureiten und dann gehen wir wieder zurück. Wir haben damit alle Aufgaben, um das Vertrauen zu gewinnen, abgeschlossen? Ja, abgeschlossen, kann man so sagen. Und ich hoffe, unsere Bemühungen werden auch anerkannt. Das ist nicht gut. Der muss ihn ordentlich was gekostet haben. Das ist ja komplettes Fantis Gebiet hier. Au! Das war nicht die beste Idee, da einfach mal blind durchzureiten. Oh, da ist ja der Wegschrein. Perfekt. Ich bin weg. Sayonara! Have a nice day und so! Bitte, geh, funktionieren los! Schick mich weg! Wegschreien! Ja, doch. Anscheinend waren die schon wieder irgendwo woanders. So, dann darf ich jetzt einmal schauen. Mein Bogen ist aufgebraucht. Das können wir machen. Ich finde es ja lustig, weil ich habe ja noch einen Templer. Templer? Oder? Oh Gott, ich weiß gerade echt nicht, wie die Klasse heißt. Jedenfalls noch einen anderen Charakter, der hat über 100 Seelensteine. Mit dem habe ich sowas super leicht gefunden, mit dem gar nichts. Ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe. Ja, okay. Dann schon mal danke fürs Follow, Pandorox, Stefan. Wünsche dir doch viel Spaß in Teso oder Eso, wie je nachdem, wie du das nennen willst. Und ja, man sieht sich, würde ich mal sagen. Oder schreibt sich, je nachdem. Auf jeden Fall noch einen schönen Tag wünsche ich dir. Wenn ein Jäger zurückkehrt, zeigt der Stamm seinen Dank. Aber verratet mir, Fremdländer, haben wir etwas, wofür wir dankbar sein können? Hier ist eine Trophäe von meiner Beute. Der alte Stampfer ist gefallen und mein Volk frohlockt. Höchst beeindruckend, Jäger. Mit jeder Jagd, die ihr abschließt, zeigt ihr euren Respekt vor unserem Stamm und diesem Land. Vielleicht fließt ja doch Aschländerblut in euren Adern. Nehmt dies zusammen mit unserem Dank. Oh, Anerkennung des Jagdmeisters. Das ist nett. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. So, dann schauen wir mal hier auch noch schnell. Partner der Aschländer. Ich muss mich jedes Mal jetzt zurückhalten, Madel. Über dieses blöde Ich merke schon, Michael-Lied. Dass unsere Partnerschaft sehr profitabel werden könnte, sobald unsere Verbindungen sich vertiefen, Fremdländer. Also, was habt ihr mir gebracht? Hier sind die Relikte, die ich geborgen habe. Jedes Stück erzählt einen Teil unserer Geschichte. Habt Dank, dass ihr sie geborgen habt. Ich werde den Makel der Vampire so schnell wie möglich von ihnen entfernen. Vielen Dank für eure Hilfe, Fremdländer. Nehmt dies als Dank für eure Mühen. Gut, wir wissen beide, dass das eigentlich Pando war. Also nicht hier unter Pandorux, sondern Pandoron. Der hier gerade nicht da ist. Das habe ich jetzt seit Wochen wirklich im Kopf. Das macht mich kirre. So, theoretisch sind... Nein, das bist du nicht. Aber jedes Mal, wenn ich jetzt ESO spiele und mit den Aschländern zu tun haben, geht das Lied mir trotzdem unweigerlich durch den Kopf. Obwohl ich immer jedes Mal sage, nein, tu, geh weg. Ksch, ksch. Nee, es geht mir trotzdem durch den Kopf. Das macht mich wahnsinnig. Ich mal hoch, dann schaue ich mal, was in Dankbarkeitsgeschenken alles drin ist. Mal schauen. Ich habe hoffentlich ein paar schöne Sachen. So. Ja, Socks Garnball. Den habe ich ja immer noch dabei. Ach komm. Ja, ich summ auch gern Madel. Das gebe ich zu. Und ich will das Ganze jetzt auf ein anderes Thema lenken. So. Oh, eine Halskecke des Kriegerpoeten. Nett.
so ein Aschtuch. Anerkennung des Jagdmeisters. Okay. So. Schauen wir mal in ein Dorf rein. Mögen die Sterne euch durch Asche und Sturm leiten. Oder irgend so ein Unfug in der Art. Ja, Hauptsache pseudomäßig gesprochen. Das ist schon, I don't care about that. So. Das ist halt einfach so, du gibst so einen pseudomäßigen Spruch ab, weil man von dir erwartet, dass du so einen pseudomäßigen Spruch ablässt und dann einfach noch so einen I don't care in den Heck geschmissen. Das ist immer gut. Der Mann ist mir sympathisch. So. Alternative Quests. Alt Karag ist da oben. Oder Nebenquests habe ich jetzt keine gesehen. Oh, hi. Okay, da ist der Weg eigentlich gut. Tja. Ich reite einfach durch. Gut. Miezekätzchen, ruh dich ruhig mal hinaus, während du weiterläufst. Oder nicht? Ja und ab! Ja und ab! Tschüss! Ah, genau. Dann sehe ich schon, wo ich hin muss. Oh, Händler. Das vergessene Ödland. Okay. Stimmt, ich muss hier noch ein Stück weiter. Das ist da hinten. Gott, ist das weit. Das ist jetzt echt so gefühlt über die halbe Karte geschickt. Ja, und kein so irgendwann einfach aufgegeben Quest zu platzieren. Aber gut, 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 gut. Das Schöne ist, wir haben jetzt hier dann ein Wegschrein. Das heißt, so weit müssen wir nicht mehr laufen. Schauen wir den Rucksack nach, nehmen wir mit. Alles meins jetzt. Bin ich ein Kleptomane? Weiß ich nicht. Das gehört jedenfalls mir. Azura ist mein Schild, elende Kreaturen. Vielen Dank für eure Unterstützung. Doch ich spüre, ihr kamt aus einem anderen Grund. Unterhalten wir uns in der Kaverne. Okay. Hauptquest geht weiter. Na, 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 na. Muss sicher einen anderen Weg geben. Nein, meine Herren, natürlich nicht. Ich werde tun, was ihr wünscht. Kommt her, Fremdländer. Wir müssen reden.
Hey, dann reden wir. Es fühlt sich seltsam an, an einem derart heiligen Ort mit einem Fremdländer zu sprechen. Doch die Königin des Nachthimmels besteht darauf. Ich muss in einer wichtigen Sache ein Urteil fällen. Und sie meint, ihr könntet mir helfen, die richtige Entscheidung zu treffen. Es geht um Chodala und den Nerevarine, oder? Worte der Wahrheit aus dem Mund eines Fremdländers. Bemerkenswert. Das Rotexil und einige wenige andere glauben, Chodala wäre der Nerevarine. Sie hat er überzeugt, aber mich nicht. Ich kam hierher, um meine Möglichkeiten abzuwägen. Ich fürchte ein Blutbad, wenn ich mich seinem Anspruch entgegenstelle. Gibt es denn keinen Weg, um zu beweisen, dass er nicht der Nerevarine ist? Vielleicht, aber ich darf mich nicht auf eine Seite schlagen. Wenn jemand die Schwächen an Chodalas Behauptung enthüllt, indem man ihn mit den gescheiterten Fleischgewordenen vergleicht, könnte das diese Wirkung haben. Die gescheiterten Fleischgewordenen? Wir dachten, die Fleischgewordenen wären vom Geist Nereva besessen. Doch jeder hatte einen entscheidenden Fehler, der dafür sorgte, dass er die Prophezeiung nicht erfüllen konnte. Ihre Geister hausen nun hier. Ja, ihr solltet mit den Fleischgewordenen sprechen. Jetzt verstehe ich Azuras Weisheit. Wie spreche ich mit den Geistern der Fleischgewordenen? Nehmt diesen Beutel mit gesegnetem Grabstaub. Streut eine Prise davon auf die Gebeine der Fleischgewordenen, um ihre Geister herbeizurufen. Kehrt nach Aldrun zurück, nachdem ihr so viel wie möglich erfahren habt. Vielleicht können wir Chodalas Ehrgeiz im Zaum halten, ehe er uns in einen Krieg führt. Wir müssen erfahren, wie man Chodala besiegt, Fremdländer. Hört gut zu, was die gescheiterten Fleischgewordenen sagen. Abschändung! Als Bär, du stehst blöd. Einst war ich die Hoffnung meines Volks. Doch dann erwies sich mein Anspruch als falsch. Jetzt warte und hoffe ich auf die Rückkehr des Nerevarine. Stellt eure Frage, Fremdländer, und ich werde tun, worauf Azura drängt. Sie haben entschieden, dass ihr nicht der Nerevarine seid. Warum? Um die Prophezeiung zu erfüllen, bin ich einem Pfad des Blutes und des Krieges gefolgt. Am Ende wurde mein Pfad zu einem Weg ins Nirgendwo, und ich stürzte von meinem hohen Ross. Nehmt meine Schriftrolle und helft der Weissagerin dabei, die Nutzlosigkeit eines sinnlosen Krieges zu erkennen. Okay, Krieg ist Blödaussage. Der Nerevarine bleibt eine unerfüllte Verheißung. Und ich habe mich genauso der hochmütigen Prahlerei schuldig gemacht wie alle anderen gescheiterten Fleischgewordenen in diesen Hallen. Stellt mir eure Frage und bringen wir es hinter uns, Fremdländer. Was setzte eurem Streben, der Nerevarine zu werden, ein Ende? Der Nerevarine darf nicht nur predigen, sondern er muss auch zuhören. Ich weigerte mich, einen weisen Rat anzunehmen, was zum Untergang meines Stammes und dem Ende meines Strebens führte, den Geist von Nereva verkörpern zu wollen. Nehmt meine Schriftrolle und erinnert die Weissagerin daran, dass es ignorant ist, Weisheit zu ignorieren. Okay. Er hat seinen Anspruch erhoben und hat auf keinen anderen gehört. Wir sind die gescheiterten Fleischgewordenen. Jene Aschländer, die sich zum Nerevarine ausriefen. Nur, um sich dann als mangelhaft zu erweisen. Die Fürstin von Morgen- und Abenddämmerung hat uns gedrängt, mit euch zusammenzuarbeiten. Also stellt eure Frage, Fremdländer. Welchen Makel führte dazu, dass ihr an der Erfüllung der Prophezeiung gescheitert seid? Nehmt meine Schriftrolle und helft der Weissagerin dabei, ungezügelte Macht als die Lüge zu erkennen, die sie ist. Ich hielt mich selbst für den wiedergeborenen Nereva, denn ich war der stärkste und mächtigste Krieger im ganzen Land. Doch Macht allein wird mein Volk nicht retten. Am Ende
konnte sie nicht einmal mich selbst retten. Okay. Sterblicher, lasst uns reden. Ich habe eure Nützlichkeit schon vorhergesehen, ehe ihr auch nur einen Fuß nach Wadenfell gesetzt hattet. Nun kommt eine Prüfung, die eure Fähigkeit auf die Probe stellen wird, Wahrheit von Lüge zu unterscheiden. Ihr müsst die Stämme überzeugen, dass Cho'Dala nicht der Nerevarine ist. Ich habe Zwiesprache mit den Fleischgewordenen gehalten, wie die Weissagerin es befohlen hatte. Dovrosis Weisheit überstrahlt die der meisten anderen Sterblichen. Sie erkennt die Zwecklosigkeit von Cho'Dalas Anspruch. Doch wenn sie ihn zurückweist, werden sich die Stämme gegeneinander wenden und es wird Blut fließen. Der Stab. Sunara. Er macht Cho'Dala selbstsicher und waghalsig. Der Stab ist die Quelle von Cho'Dalas Macht. Eure Instinkte leisten euch gute Dienste. Cho'Dalas Pfad hat sich der Finsternis zugewandt. Doch mein Blick trübt sich, wenn ich zu genau hinschaue. Sotasil schuf Sunara, doch nicht zu solch verwerflichen Zwecken. Ihr müsst in meinem und Viveks Namen handeln. Ich tue, was ihr wünscht. Dann geht. Kehrt nach Aaldruun zurück und helft der Weissagerin, die Falschheit von Cho'Dalas Anspruch zu offenbaren. Und lasst euch von Serin helfen. Sie ist meine Vorkämpferin und eine vertrauenswürdige Freundin aller Aschländer. Warum helft ihr Vivek? Ich dachte, ihr und das Tribunal wärt Feinde. Diesem arroganten Betrüger helfen? Okay, erklärt einiges. Seid ihr nur auf die Idee gekommen, dass ich diesem Mörder helfen würde? Wardenfell muss Bestand haben. Alles, was ich in dieser Angelegenheit tue, dient allein diesem Ziel. Vergesst das nie, Sterblicher. Okay, würde einiges erklären, weil Vivek ist jetzt auch nicht unbedingt gut auf Azura zu sprechen und Azura anscheinend auch nicht auf Vivek. Also alles bleibt beim Alten. Warum offenbart ihr nicht einfach den Aschländern die Wahrheit? Aufgrund eines uralten Pakts darf ich mich nicht in die Belange Nirns einmischen. Selbst dieses beiläufige Gespräch geht an die Grenzen eben jener Vereinbarung. Stattdessen muss ich durch vertrauenswürdige Handlanger wie euch und Serin arbeiten. Wie beweise ich, dass Cho'Dala nicht der Nerevarine ist? Nutzt das, was die Fleischgewordenen euch anvertraut haben. Ihr Scheitern deutet auf die Dinge hin, die Cho'Dalas Untergang sein könnten. Doch seid auf der Hut vor Cho'Dalas Kräften. Er mag nicht der Nerevarine sein, aber irgendeine größere Macht hat seiner Überzeugung Stärke verliehen. Okay. Er hat vielleicht nicht die Macht des Nerevarin, aber er ist trotzdem unglaublich mächtig. Das darf ich nicht vergessen. Okay, ja. Dann gehen wir mal zurück. So. Dann gehen wir mal. Tue ich mal hier ein bisschen das Mikro runter. So, ich sollte mich jetzt ein bisschen lauter anhören? Nee, nicht wirklich. Schade. So, aber wo muss ich jetzt eigentlich hin? Er spricht mit Serin. Ah ja. Na gut, da kann ich ja eigentlich relativ schnell zurück. Da ich noch relativ am Anfang von dieser Questreihe bin, würde ich sagen, wir werden es nicht schaffen, das Ganze, ja, die Stimme davon abzuhalten. Ich bin trotzdem mal gespannt, wohin es das nichtsdestotrotz führen wird. Wird am Ende Vivek sterben? Wird er sterblich werden? Dank sei Mond und Sternen, ihr seid zurück.
Die Weissagerin kehrte aus der Kaverne der Fleischgewordenen zurück und betrat sofort darauf Scar, um die Stämme zu treffen. Chodala ist auch da drin und er steht kurz davor, als Nerevarine anerkannt zu werden. Sagt mir, dass ihr mit etwas zurückgekehrt seid, was den Aufstieg meines Bruders zur Macht aufhalten kann. Ich habe mit einigen der Fleischgewordenen gesprochen und sie gaben mir diese Schriftrollen. Ach, natürlich! Man nutzt die Geschichten der gescheiterten Fleischgewordenen, um Chodalas Argumente zu entwerten. Das ist brillant! Nun, abgesehen von einem Problem. Problem? Fremdländer haben keinerlei Rang im Rat. Die Arschländer werden sich um kein einziges eurer Worte scheren. Jemand anderes muss die Argumente vortragen. Jemand, dem sie vertrauen. Ich schätze, das heißt, dass ich meinem Bruder entgegentreten muss. Mit eurer Hilfe, selbstverständlich. Na gut, dann lasst uns gehen. Dann lasst uns nun also gehen und den Anspruch eures Bruders in Frage stellen. Trefft mich drin. Ich hoffe, es hat gerade was genutzt, dass ich vorher das Vertrauen der Stimme mit... ...genutzt habe eigentlich.